Die Caravaning- und Wohnmobilsaison ist im vollen Gang. Ich bin mir sicher, das ist nicht der einzige Fall, wo Menschen über den Tisch gezogen und abgezockt werden. Aber hier doch besonders tragisch, dass das Enkelkind die Großeltern nicht sehen darf und die auf diesem Geld sitzen bleiben. Das finde ich persönlich unvorstellbar. Das darf so nicht sein. An den Fall müssen wir ran. Und zwar ganz, ganz schnell. Zurück in der Redaktion in München möchte ich herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Das Internet weiß jede Menge über den Wohnmobilhändler zu berichten. Ja, es gibt ja einen guten Grund, warum wir jetzt darüber berichten, weil natürlich die Preise für gebrauchte Wohnwagen und Mobile in ungeahnte Höhen schnellen in diesem ersten Sommer am Ende der Pandemie. Und schau mal, was der hier aufruft. Ja, zum Beispiel dieses Teil, was ich unglaublich finde. Ja, 1995er Baujahr, immer noch 20.000 Euro. Das ist ein Händler, der hat viel Vertrauen in seine Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, ob die diesen Preis überhaupt wert sind. Was sagen denn die Kunden zu dem? Schauen wir doch mal auf die Bewertungen auch hier. Und das fällt schon auf, ne? Also bei 72 Bewertungen und dann gerade mal 3 kleine Sternchen, das ist nicht sehr viel. Was sagen die Leute? Es werden 2 Termine fürs gleiche Auto vergeben. Wir mussten eine Stunde warten, das soll sich mir noch gefallen. Ne? Bei den ersten, und hier wird es interessant. Leider gibt es Minussterne. Dieser Händler reagierte nicht mal auf ein Anwaltsschreiben. Nach 2 Jahren Gerichtsstreit, weil das Wohnmobil, Achtung, einen Feuchteschaden hatte. Kennen wir. Der zum Beispiel auch. Rechtsstreit, Wohnmobil gekauft, umgemeldet, Feuchteschaden schon wieder. Auf jeden Fall passiert es bei diesem Händler nicht zum ersten Mal. Und hier wird es auch interessant. Dieser Rezensent hat versucht, einen Gutachter mit vor Ort zu nehmen. Einen Gutachter, der feststellen soll, was mit dem Fahrzeug ist, lehnt der aber ab, der Händler. Komisch. Die Stichworte sind immer wieder dieselben. Feuchte Schäden, kaputte Autos, die Gutachter dürfen das nicht begutachten, der Händler stellt sich stur. Es kann ja mal die ein oder andere Beschwerde geben, aber wenn das jetzt hier schon sozusagen die Regel wird und das sind nur die Bewertungen der letzten Monate, dann müssen wir uns so einen Laden ganz besonders gut ansehen. Ich will es genauer wissen und schicke meine Kollegen Sinem und Uli ins Ruhrgebiet. Da mich der Händler erkennen könnte, sollen die beiden sich als interessierte Kunden ausgeben und herausfinden, ob vielleicht alle Fahrzeuge auf dem Händlerhof überteuert sind. Sinem und Uli interessieren sich für einen Fiat Baujahr 2006 für rund 25.000 Euro. Und der Händler gibt sein Bestes. Der hat auf jeden Fall seine Gasprüfung und TÜV letzte Woche noch neu bekommen. Ah, okay. Ganz genau. Kochfeld ist mit Gas betrieben. Ja gut, das ist immer so. Ist immer so. Ein bisschen kenne ich mich ja aus. Ach so, okay. Entweder hier oder da unten ist der Kühlschrank. So ganz sattelfest wirkt er jedenfalls nicht. Hat er oben eine Satellitenantenne drauf oder wie läuft das dann? Bei denen ist das... der hat oben keine Satellitenanlage, aber eine SAT-Anlage sollte da auf jeden Fall sein, denke ich. Anlage hat er nicht. Ich war ja auch vorhin noch oben auf dem Fahrzeug. Der müsste auf jeden Fall eine kleine SAT-Schüssel haben. Na, was denn jetzt? Gibt es eine Satellitenantenne oder nicht? So ganz klar wird das nicht. Auf den ersten Blick sieht das Fahrzeug gut aus. Ob der Schein auch hier trügt? Meine Kollegen signalisieren Kaufinteresse. Was können wir da preislich noch machen? Da müsste ich auf jeden Fall eine Rücksprache mit meinem Chef halten. Ja. Das Fahrzeug haben wir auf jeden Fall noch relativ frisch bei uns. Und ganz ehrlich gesagt, der ist auch Scheckheft gepflegt. TÜV und Gasprüfung neu bekommen. Ich sag mal so, technisch würden Sie da kein Problem haben. Hat der irgendwelche Schäden, Wasserschäden oder so? Schäden hat er keine. Der hat definitiv so ein paar Gebrauchsspuren. Also ich sag mal, bei der Motorhaube ist der Lack ab. Mhm. Auf der Motorhaube wird er ein paar Steinschläge haben. Hier zum Beispiel. Und so Schleifspuren, da haben wir auf jeden Fall alles im Preis mit berechnet. Der Preis von 25.000 Euro ist in den Augen des Händlers also völlig gerechtfertigt. Uli fällt einen Kastenwagen auf. Online war der nicht im Angebot, steht aber hier auf dem Platz jetzt zum Verkauf. Ich bin ganz ehrlich, der liegt bei 26 oder sowas. Eigentlich ist er schon verkaufsbereit, aber da müsste halt der Außenspiegel rechts getauscht werden. Aber ansonsten...
Ach, und die Standheizung funktioniert bei dem nicht. Trotz Mängeln ein stolzer Preis. Bereitwillig führt er den Wagen aus den 90ern meinen Kollegen vor. Der ein oder andere Urlaub hat hier seine Spuren hinterlassen. Die Tür klemmt. Ah ja, mit Schmackes. Gut. Bei dem wurde jetzt alles noch durchgemacht. Der hat auf jeden Fall Unterbodenschutz. Rostmäßig hat er nichts. Flugrost definitiv, aber durch Rostung nicht. TÜV hat er auf jeden Fall neu bekommen, aber wann das war, da bin ich mir jetzt sehr unsicher. Ich bin sehr, sehr unsicher, wann er den letzten TÜV bekommen hat. Okay. Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr war das. Okay, dann hat er mindestens noch 1,5 Jahre TÜV. Genau. Wasserschäden können meine beiden Kollegen nicht entdecken. Deshalb fragen sie danach. Das ist schon hier alles dicht, oder? Ich frag nur, weil der Wagen einfach sehr alt ist. Normale Kastenfahrzeuge, die sind relativ dicht, sag ich mal. Wenn irgendwas sein sollte, dann würde da halt nur bei den Dachluken mal was rein. Also es besteht nicht die Gefahr, dass sich da irgendwie sowas durchfrisst, so das Wasser? Nein, nein. Wenn man das auf jeden Fall so merkt, schnellstmöglich abdichten, das war's dann auch. 26.000 Euro für einen Kastenwagen aus den 90ern. Ist der auch überteuert? Um das herauszufinden, müssten wir ihn irgendwie vom Hof bekommen. Können wir eine Probefahrt machen? Wäre das möglich? Nachmittags? Nachmittags. Nachmittags hört sich auf jeden Fall sehr gut an, weil vormittags habe ich auf jeden Fall noch andere Kundentermine. Wir werden zurückkommen, aber nicht ohne einen Sachverständigen, der den wahren Wert des Kastenwagens schätzen kann. Meine Kollegen bleiben vor Ort und ich habe derweil in München einen Termin. Ich habe mir den Vertrag vorgenommen. Bastlerfahrzeug steht dort, handschriftlich drin. Aber was heißt das genau? Welche Pflichten hat ein Verkäufer, wenn er ein Fahrzeug mit diesem Status verkauft? Was sagt der ADAC? Was heißt denn in Gottes Namen rechtlich dann Bastlerfahrzeug? Gibt es da keine Garantie und gar nicht mehr? Man muss immer erst mal fragen, von wem kaufe ich. Wenn ich vom Händler kaufe, es liegt ein sogenannter Verbrauchsgüterkauf vor, da muss mir der Händler Gewährleistung geben, was im Volksmund oft Garantie genannt wird. Diese Gewährleistung läuft mindestens ein Jahr und ist aber auch kein Allgemeinschutz, sondern nur, wenn sich ein Mangel innerhalb der ersten 6 Monate zeigt, kann ich eben die Vermutung für mich greifen lassen, der Mangel war bereits bei Übergabe da und kann dann recht heraus ableiten. Nun steht hier oben aber eine Privatadresse, ja, die der Händler an seinem Schreibtisch in dem Wohnmobilladen, unter dem es auch inseriert wurde, dann plötzlich eingetragen, ja, hat. Macht das dann alles anders? Rechtlich kann es eben zulässigerweise ein Agenturgeschäft sein. Agenturgeschäft heißt, ich beauftrage einen Händler, für mich ein Auto zu verkaufen. Das ist völlig legal, einen Dritten damit zu beauftragen. Natürlich würde dann der Vertrag nicht zwischen Händler und dem Käufer zustande kommen, sondern eben zwischen diesem Dritten, diesem Privatmann und dem Käufer. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass die Haftung ausgeschlossen werden kann. Und genau das wurde hier versucht. Wenn man sich hier nämlich das Kleingedruckte anschaut, da ist die Händlerhaftung sehr wohl drinnen. Aber wenn ich handschriftlich etwas reinschreibe, wie gekauft, wie gesehen oder eben Bastlerfahrzeug und keine Rücknahme und dergleichen, dann ist das der Versuch, die Sachmängelhaftung eben auszuschließen. Und wann muss mir ein Verkäufer, beispielsweise ein Wohnmobilhaus, denn diese Information geben, dass es sich um einen Privatverkauf handelt? Erst zum Schluss, wenn der Vertrag schon unterschrieben ist? Es wird eben meistens so gemacht. Letztlich ist das aber entscheidend, was auf dem Vertrag steht. Das heißt, spätestens da muss ich eben mitgeteilt bekommen, dass es ein Agenturgeschäft ist. Das nehme ich mal als Tipp schon mal mit. Wirklich erst den vollständigen Vertrag ausfüllen lassen und keine Nachtragungen mehr akzeptieren. Ne? Das zum einen und zum anderen genau nachfragen, wer denn eigentlich der Verkäufer ist. Weil eben vom Händler habe ich diese Ansprüche auf Gewährleistung. Beim Privatmann ist das eben regelmäßig ausgeschlossen. Gertrud Hafemann und Thomas Wachmer schwören, der Händler hat den Zusatz Bastlerfahrzeug handschriftlich in den Vertrag geschrieben. Und zwar nachdem der unterschrieben war. Wenn solche Begriffe plötzlich auftauchen, sollte man dringend das Gespräch suchen, bevor man die Unterschrift leistet. Es gibt natürlich Punkte, warum ich sehr wohl Interesse daran haben könnte, etwas aufzuschreiben. Beispielsweise, wenn Zusagen getroffen werden. Wenn ein Händler sagt, da war ein Wasserschaden, der wurde aber vollständig behoben, dann würde ich das gerne auch im Kaufvertrag drin sehen. Weil wenn sich später herausstellt, der Wasserschaden ist nicht behoben, habe ich zumindest eine Chance, Rechte geltend zu machen. Was gibt es noch für wirklich Stolpersteine bzw. Punkte, auf die man achten muss beim Gebrauchtwohnmobilkauf? Also neben dem Agenturgeschäft, beim Kauf selber muss ich auf einige Sachen achten. Also es wäre sicher ratsam, eine Probefahrt beispielsweise mit dem Fahrzeug zu machen. Wenn ich viel Geld investieren muss für ein Wohnmobil, die derzeit ja sehr hoch im Kurs stehen, würde ich auch empfehlen, eine Untersuchung des Fahrzeuges vorzunehmen. Und wenn ein Verkäufer nicht bereit ist, mir das zuzugestehen, dann sollte ich eher vorsichtig sein. Meine beiden Zuschauer sind also in eine klassische Falle getappt, weil sie guten Glaubens waren.
Der Wunsch, mit dem Wohnmobil zum Enkel zu fahren, war größer als die Vorsicht beim Autokauf. Obwohl Sie juristisch schlechte Karten haben, will ich trotzdem versuchen, Ihnen zu helfen. Ich will herausfinden, in welchem Zustand das Wohnmobil beim Kauf war. Vielleicht kann mir ja der Vorbesitzer helfen. Entschuldigen Sie, ich gehe gerade anhand der Unterlagen die Geschichte dieses Fahrzeugs sozusagen ein bisschen ab und versuche herauszufinden, wem das schon alles gehört hat. Weil eins ist klar, Frau Hafemann und Herr Wachmer sind nicht die ersten Besitzer. Und schon vorher müssen diese Wahnsinnsschäden zu sehen gewesen sein. Naja, da lohnt sich ein Blick zum einen in die Fahrzeugbriefe. Hier ist der Brief und ja, da haben wir doch jemanden. Und da ist auch noch jemand. Also es gibt mindestens einen Vorbesitzer, wenn ich es richtig sehe. Ganz ehrlich, das ist noch gar nicht so lange her. Vor wenigen Jahren noch gehörte das einer Dame aus Baden-Württemberg. Bin mal gespannt, ob die diese Schäden schon kannte und ob die wirklich neu sind. Glaube ich aber nicht. Ich werde sie besuchen. Die Vorbesitzerin wohnt bei Ulm. Sie ist zu einem Gespräch vor der Kamera bereit, möchte aber unerkannt bleiben. 10 Jahre gehörte das Wohnmobil quasi zur Familie. In was für einem Zustand war denn das Fahrzeug? Kennen Sie diesen Innenraum hier noch? Den kenne ich natürlich. Da haben Sie manche Nacht und manche Urlaub verbracht. Da haben wir viel Spaß gehabt, ja. Und unsere Kinder auch. Und es war also immer sehr viel am Bodensee mit diesem Fahrzeug. Es hat immer Spaß gemacht, wie gesagt. Darf ich fragen, wie der Zustand des Fahrzeugs war? Ja, man hätte einiges richten müssen. Zum Beispiel, wir wussten, über der Küche war etwas, wie soll ich sagen, feucht. Feuchtigkeit war eingetrunken. Etwas Feuchtigkeit, ja. Wir hatten das dann versucht, damit es einfach nicht weitermacht, haben das gelüftet und haben das dann immer abgedeckt auf dem Stellplatz. Und eines Tages haben wir gesagt, was sollen wir? Wir müssen Standgeld bezahlen, aber wir können es ja nicht mehr nutzen. Und dann haben Sie es verkauft? Nein, ich habe es nicht verkauft. Ich habe es dann 2 Jahre stand es ungenutzt bei uns in der Nähe, auf dem Platz, Stellplatz. Und die weiteren 2 Jahre habe ich das an 3 junge Männer geschenkt. Ich habe es verschenkt. Sie haben es verschenkt? Ich habe das verschenkt mit der Option, weil die wollten sich das wieder herrichten. Sie haben ja ein großes Herz, dass Sie in diesen Zeiten einen Wohnwagen verschenken. Ja, wir hatten das verschenkt. Ich kannte einen der Jungs, ja, und er hatte 2 Kumpels. Und ich habe gesagt, bevor das ungenutzt irgendwo rumsteht und keiner einen Spaß hat. Manche haben einen Bauwagen auf dem Gelände stehen. Und die Jungs haben gesagt, da können wir vielleicht ab und zu mal uns treffen. Vielleicht auch mal ein Bierchen trinken. Ich zeige ihr den Zustand, in dem das Wohnmobil sich heute befindet. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Abbruchhütte. Mhm. Schrott. Dieses Wohnmobil wurde von mir übergeben, ja, in einem ordentlichen, in Anführungszeichen, ordentlichen Zustand, aber mit dem Hinweis, dass einiges zu richten wäre und dass es auch feuchte Stellen hat, habe ich nicht verschwiegen. Wissen Sie, wie viel unsere Zuschauer für dieses Schimmelmobil bezahlt haben? Nein, das weiß ich nicht. Über 5.000 Euro. Das ist jetzt ein Scherz von Ihnen, ja? Nee, das ist kein Scherz von mir. Über 5.000 Euro. Ja, wie kann sowas sein? Also, das fragen wir uns. Das finde ich jetzt aber schlicht gesagt nicht okay, sowas. Die Vorbesitzerin gibt mir die Kontaktdaten der jungen Männer, denen sie das Wohnmobil vermacht hat. Ich habe Glück. Sie wohnen um die Ecke und sind auch bereit, mit mir zu sprechen. Jan Reusnick und Steffen Haselberger müssen genau wissen, wie das Wohnmobil ins Ruhrgebiet kam und vor allem, in welchem Zustand es damals war. Hatten Sie das hier auf dem Hof? Das Fahrzeug stand hier ungefähr 1 bis 1,5 Jahre. Und das war eigentlich als Bachelorfahrzeug gedacht für mich und meine 2 Kumpels. Als Bachelorfahrzeug, sagt man da in der Nähe von Ulm. Also, das war mit anderen Worten nicht fahrtüchtig. Absolut nicht. Na, erzählen Sie mal, da bin ich ja gespannt. Das alte Wohnmobil war damals also nicht für Urlaube gedacht, sondern eher ein Schrauberprojekt. Hier stand's rum. Der stand hier auf der anderen Seite. Okay. Und aus Zeitmangel eigentlich zum größten Teil ist nicht wirklich dran, was passiert. Und dann ist das halt die Folgen von den 1,5 Jahren, wo es halt rumstand. Welche waren das? Wasserschäden. Wasserschäden. Ja. Weil es ist draußen gestanden im Winter. Wir hatten zwar eine Plane drüber, aber hier ist ja recht windig. Die hat es dann halt auch mal weggeweht und dann. Okay, dann sagen wir kurz auf gut Deutsch: Es ist euch hier auf dem Hof verrottet so langsam. Ja. War ja auch nicht schlimm. Es war ja umsonst. Ja. Die beiden zeigen mir Fotos und die belegen das Ausmaß der Wasserschäden, die das Wohnmobil durch fast ungeschützten Witterungseinfluss
erlitten hatte. Und dann seid ihr zum Baumarkt gegangen und habt das nochmal aufgepäppelt? Nee, wir haben da gar nichts an dem Ding gemacht. Wir haben das so, wie es war, fotografiert und in mobile Idee rein. Und wie viel habt ihr dafür erlöst? Wir haben es erst inseriert gehabt für um die 2, weil wir hatten keine Ahnung, dass, wie scheiße es eigentlich war. Dann war einer da und er hat es anguckt und hat gesagt, das Ding, das ist ein paar hundert Euro noch wert. Und dann sind wir vom Preis runtergegangen und dann kam der letztendliche Käufer dann an und dann haben wir uns geeinigt auf 600 Euro. Lassen Sie mich raten, dieser Verkäufer kam aus Mülheim an der Ruhr. Natürlich. Und den kenne ich, glaube ich. So, ganz kurz mal, um noch mal festzustellen, der kam dann hierher, der hat sich gemeldet, wie war das? Die kamen mit 2, 3 Autos, wenn ich mich recht entsinne, mit 3, 4 Mann, 3 Batterien im Hosensack. Und dann sind die hier aufgetischt und haben zu zweit dann mit dem Wohnmobil die Heimreise angetreten und die anderen 2 Autos sind hinterher gefahren. Ich will nur noch mal zusammenfassen. Das ist ein Wohnmobil, was nicht fahrtüchtig ist in dem Sinne, wo alles kaputt ist. Dann kommen die mit 3 Batterien an, um es hier wegzubringen. Ja. Schließen die dann sozusagen, um sie alle paar hundert Kilometer anzuschließen, damit das Ding durchhält bis Mülheim an der Ruhr. 600 Euro hat der Händler ihnen bezahlt. Die Jungs waren froh, das Wohnmobil los zu sein und ein bisschen was verdient zu haben. In Erinnerung geblieben ist ihnen die Vertragsunterschrift. Das ging schon drum, wo der Kaufvertrag dann unterzeichnet wurde. Dann hat der gute Herr von mir verlangt, dass wir einen höheren Kaufpreis auf den Kaufvertrag draufschreiben. Das ist ja Betrug. Ja, natürlich. Mit anderen Worten hat er da schon vorbereitet, dass er mit einem etwas teureren Kaufvertrag es er später auch dann teurer verkauft bekommt, im Prinzip. Ja. Was denkt man denn, wenn man an die Familie denkt? Das waren Großeltern, die eigentlich ihren Enkel damit besuchen wollten regelmäßig. Die haben dafür Tausende von Euro bezahlt. Was denkt man da, wenn man das gehört hat? Ja, das ist schon schade, weil sie hätten es auch direkt von uns kaufen können für 600 Euro und hätten, wären billiger bei wegbekommen. Bisschen natürlich. Was reingesteckt vielleicht. Bisschen was reingesteckt, okay. Das ist eine Sauerei, dass gerade solche, wo sich vielleicht fachtechnisch da auch nicht auskennen mit sowas, da so über den Tisch gezogen werden. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man so sein kann. Ich kann schon nachvollziehen, zumindest mir erklären, dass genau in der Zeit, wo Wohnmobile wirklich gefragt sind, wie nischt. Die Betrüger und die Abzocker erst recht auf den Plan gerufen werden.